Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und ich möchte eine Preview geben auf das Match Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz, weil das letzte Video, was ich über Tsitsipas und Alcaraz gemacht habe, kam ganz gut an. Und ihr habt offensichtlich ein Interesse daran, was ich dazu zu sagen habe. Nun denn, so sei es. Also, bleibt dran, let's go. Djokovic Alcaraz, das ist das wohl am meisten antizipierteste Match des Jahres, auch von mir. Ich freue mich tierisch drauf, habe ja schon im letzten Video gesagt, das könnte was Episches werden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das hängt natürlich von ein paar Faktoren ab und die möchte ich mal hier erläutern. Und zwar, Djokovic ist jetzt 36 Jahre alt. Carlos Alcaraz ist 20. Also Djokovic könnte, wenn er fleißig gewesen wäre, auch der Papa sein vom Alcaraz. Und insofern wird dieser Altersunterschied eine Rolle spielen. Und es muss eine ganze Menge für Novak Djokovic zusammenkommen, damit er konkurrenzfähig ist. Machen wir uns nichts vor, wenn wir gesehen haben, wie Alcaraz gespielt hat jetzt die letzten Wochen und vor allem innerhalb des Turniers, dann ist der spielerisch einfach gerade der Spieler, den es zu schlagen gilt. Hat keine Schwäche, also hämmert die Vorhand rein wie ein Stier, die Rückhand unangreifbar, geht auch mutig rein, mal die Linie runter, dann seine unberechenbaren Stops, gute Aufschläge, unendlich viel Touch, kann volieren, ist unfassbar schnell und ist mental extrem stabil. Also der Typ ist ein unglaubliches Komplettpaket und für 20 Jahre sehr, sehr, sehr erwachsen und rational auf dem Platz. Natürlich auch emotional, aber das ist beeindruckend. Ja, das ist beeindruckend und nicht umsonst hat John McEnroe über Alcaraz gesagt, dass er der beste 20-Jährige ist, den er jemals gesehen hat und er stellt ihn noch über Federer, Djokovic und Nadal und das von Johnny Mac, das ist schon eine Hausnummer, sowas zu sagen. Okay, und auch mir geht's so. Also wenn ich den so sehe, dann denke ich mir so, oh, das könnte übel ausgehen für Djokovic. Aber dann, sobald ich das denke, fällt mir ein, was habe ich gerade gedacht? Das könnte übel ausgehen für Djokovic. Also wann wurde denn Novak Djokovic das letzte Mal von jemandem weggeschossen oder auf dem Platz misshandelt, wie ich immer so schön sage, und vorgeführt, so wie Tsitsipas? Wann war denn das? Also ich, das hängt ja immer von Djokovic ab. Und es gibt nur einen Spieler auf diesem Planeten, gut, es gibt zwei, Nadal ist ähnlich, der immer eine Lösung findet. Auch Juan Carlos Ferrero, der Coach von Alcaraz, hat das in einem Interview gesagt. Es gibt wohl kaum einen anderen Spieler auf diesem Planeten, der das schafft. Der immer wieder Lösungen findet, um irgendwie in ein Match zurückzukommen. Und das sehe ich genauso. Du kannst dir Matchpläne zurechtlegen, wie du willst. Weißt du ja selber. Du nimmst dir ein Match vor, ja, ich spiele viel Vorhand und dies und das. Und dann klappt es ja doch nicht. Ja, also du kannst dir vornehmen, was du willst. Und auch Alcaraz kann sich viel vornehmen und wird versuchen, mit seiner jugendlichen Naivität da wieder reinzugehen und rumzuballern. Sobald Djokovic es schafft, ein Match auf Augenhöhe herzustellen, egal wann, ob im ersten, im zweiten oder im dritten Satz. Die Frage aller Fragen ist natürlich aber, wie kann Djokovic diese Augenhöhe herstellen? Denn Alcaraz ist schneller als er, Alcaraz spielt powervoller, hat offensichtlich auch, naja, mehr Touch, aber auf jeden Fall mindestens mal genauso viel Touch wie Djokovic. Also es gibt eigentlich keine Disziplin tennistechnischer, taktischer Natur, die Alcaraz Djokovic irgendwie unterlegen ist. Und das macht die ganze Sache ja so krass, dass jemand mit 20 Jahren schon so ein ausgereiftes, dominantes Spiel am Start hat. Das ist sehr ungewöhnlich. Und deswegen wird es sehr interessant zu sehen sein, wie Djokovic diese Parität herstellen will. Fakt ist auf jeden Fall, er kann sich nicht auf ein rhythmisches Geballere einlassen. Das wird nicht funktionieren. Ich vermute, das ist eine Vermutung von mir, oder wie ich es machen würde. Ich würde wahrscheinlich die größte Anzahl Stops meines Lebens spielen. Das hat übrigens auch der eine Typ gemacht, der gegen Alcaraz gewonnen hat bei dem einen Turnier. Ich weiß leider nicht, wie er heißt und ich weiß noch nicht, bei welchem Turnier es war, aber der hat so viele Stops gespielt. Alcaraz hat quasi gegen sich selber gespielt. Und so würde ich es auch machen. Ich würde auch ganz, ganz viele Stops spielen.
Ich würde versuchen, jegliche Bälle, die halbwegs zu kurz sind, zu attackieren, ans Netz zu gehen, auch auf die Gefahren, dass ich dauernd passiert werde. Aber ich würde auf keinen Fall rhythmische lange Ballwechsel dulden, denn da ziehst du sowieso den Kürzeren. Und ich glaube auch, dass Djokovic da den Kürzeren zieht und ich glaube auch, dass er das weiß. Natürlich wird sich nicht verhindern lassen, dass es da auch lange epische Battles geben wird. Aber ich glaube, Djokovic wird schon versuchen, den Rhythmus, den er eigentlich für sein Spiel auch braucht, dem anderen zu nehmen. Das ist meine Vermutung. Ansonsten glaube ich einfach, dass der mentale Aspekt immer noch bei Djokovic liegt, auch wenn Alcaraz ein junger Wilder ist. Djokovic hat nicht umsonst 22 Grand Slams gewonnen und wir dürfen nicht vergessen, wie oft hat Djokovic Matches gedreht, wo er Matchball gegen sich war. Wimbledon-Finale, Roger, Halbfinale, US Open, Roger gegen Rafa. Also wie der zurückkommt, ist ja unfassbar. Und deswegen ist dieses mentale Element, diese Resilienz, die sehe ich bei ihm. Und das weiß auch ein Alcaraz. Und ein Alcaraz weiß auch, dass Djokovic immer Lösungen findet und immer einen Weg zurück in ein Match. Und deswegen kann das interessant werden, aber das geht wirklich nur, wenn Djokovic wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschlafen ist, topfit ist, sich ganz frisch fühlt, vielleicht nochmal in seine Sauerstoffkammer geht, um auch die letzte Zelle mit O2 zu versorgen, um dann mit dem frischesten Körper, den er haben kann, auf den Platz zu gehen, mit dem Mindset eines Kriegers. Und dann braucht er auch noch ein Quäntchen Glück, das gehört auch dazu. Und dann kann es ein Schlagabtausch wirklich auf Augenhöhe geben und darauf freue ich mich. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du das siehst. Gerne mit Begründung. Ich lese mir das immer wirklich mit Enthusiasmus durch. Sind teilweise Kommentare dabei, da fasse ich mir auch an den Kopf, da denke ich so mal, was ist los mit dir? Und dann gibt es auch wieder Kommentare, da denke ich, ja, sehe ich ähnlich. Und dann sind Kommentare dabei, da denke ich, nö. Naja, also wie gesagt, schreib auf jeden Fall einen Kommentar, gib dem Video ein Like und das war's. Bis dann.